Berlin, unsere Hauptstadt. 3,5 Millionen Einwohner und 11 Millionen Touristen jährlich. Die fünftgrößte Stadt Europas. Nirgendwo in unserem Land gibt es so extreme Kontraste. Leider auch nichts. Cliff aus Wedding lebt vom Flaschensammeln. Luxusmakler Markus Korn will heute eine 9,5 Millionen Villa an den Mann bringen. 15 Meter unter dem Potsdamer Platz fallen täglich 8 Tonnen Müll an. Ich schätze mal, 60 Behälter muss ich in der Haute schaffen, auf jeden Fall. Bis zu einer Stunde stehen die Menschen in Kreuzberg an für einen Döner. Manche sagen, es ist wie ein Sechser im Lotto, so ungefähr. Ja. Wie tickt unsere junge und bunte Hauptstadt? Einen ganzen Tag, 24 Stunden lang, taucht das Echtzeit-Team ein in die Springmetropole, die niemals schläft. Der Potsdamer Platz, Touri-Magnet, Arbeitsplatz und Lebensmittelpunkt von 10.000 Menschen. 15 Meter unter einem der beliebtesten Plätze Europas sortieren 40 Menschen jährlich fast 3.000 Tonnen Müll. Mujemar Barya ist seit 18 Jahren Schichtleiter im Entsorgungszentrum. Ja, heute auf jeden Fall ist es Mittwoch. Wir haben Mietermüllräume, das hat viel zu tun. Haben wir ungefähr, wenn ich schätze mal, 60 Behälter, muss man ja heute schaffen, auf jeden Fall. Da muss geladen werden, muss gewogen werden, muss gewaschen werden. Das kostet so viel Zeit. Deswegen muss ich uns beeilen. Und vor allem muss ich auch sehen, dass die Mitarbeiter auch ein bisschen Gas geben. Ansonsten schaffen wir das nicht. Das gehört dazu. Das machen wir immer. Einer der Schwerpunkte des unterirdischen Entsorgungszentrums: Essensreste. Moin, Micha. Moin. Und wie läuft, Micha? Und läuft. Ja? Ja. Hast du ein bisschen Stress? Oh, Stress habe ich doch immer, ja. Das wisst ihr doch. Wie sieht das aus eigentlich? Brauchst du da Hilfe oder kommst du mal klar? Hilfe wäre nicht schlecht, wenn du mir Hilfe hast. Ja. 30 umliegende Restaurants entsorgen hier die Speisereste von ihren Gästen. Mitarbeiter Micha hat den undankbaren Job, die Dinge auszusortieren, die nicht in den Bioabfall gehören. Oh, was ist das hier? Pudding, Kartoffeln. Was sind das? Bananen, Kartoffeln? Kartoffelsalat, oder? Nee. Sieht wie Bananen, so Mais. Hier, Gummihandschuhe, sowas. Aber die hört absolut nicht, wenn da gehört deine zu. Ich brauche nicht. Genau. Das ist ganz gefährlich, hier, ja. Gummihandschuhe. Denn in die Biogasanlage dürfen wirklich nur Speisereste. Was schwer für mich ist, dass jeden Tag hier zu stehen. Das ist nicht einfach. Muss man dran gewöhnen. Und Michael macht das schon seit langem. Das ist schon 4 oder 5 Jahren macht er das. Deswegen für mich ist es normal. Aber für mich ist er 7 Jahre schon. 7 Jahre macht er. 7 Jahre schon. Schichtleiter Bujimar ist für 13 verschiedene Müllsorten verantwortlich. Er sorgt dafür, dass nur sortenreine Abfälle das Logistikzentrum unter dem Potsdamer Platz verlassen. 10.16 Uhr an einer Spreewerft in Berlin-Köpenick. Hier entstehen Häuser, schwimmende Häuser. Chef Andreas Hoffmann hat eine Vision von Menschen, die auf dem Wasser wohnen. Deshalb baut er schwimmende Villen mit bis zu 100 Quadratmetern Wohnfläche auf 2 Etagen. Preis 200.000 Euro. Für mich hieß es auch immer, ich muss nicht viel Wohnfläche haben. Ja, was braucht man zum Leben? Eine Couch, Bett, anständiges Bad, kochen. Und ich habe gesagt, für mich ist Europa mein Grundstück. Ich kann ablegen. Überall hinfahren in ganz Europa, mit meinem Wohnzimmer durch die Landschaft fahren. Das funktioniert halt wirklich wunderbar. Auf dem Wasser leben, Stadt an Land. Berlin mit seinen zahlreichen Seen und Flüssen ist perfekt für Hausbootbesitzer. Und solche, die es noch werden. Und, wie sieht's aus? Alles schick? Ja, perfekt. Können wir Montag halten? Ja. Wann kommt der Motor? Der kommt heute oder morgen Vormittag spätestens. Wasser. Super. Ja. Auf Wunsch sind die Boote winterfest, dank Kamin- und Fußbodenheizung und energieunabhängig, dank bordeigener Photovoltaikanlage. Selbst Sauna und Bio-Kläranlage gibt es gegen Aufpreis. Wir sind jetzt hier auf dem kleinsten Modell. Das heißt, wir haben hier ein kleines kombiniertes Bad mit Dusche und Toilette und Waschbecken. Haben ein ausziehbares Bett, dass man hier zu zweit auch schlafen kann. Kann aber diesen ganzen Raum separieren mit einer Schiebetür. Und haben hier so einen kleinen Kleiderschrank.
Grundpreis für das kleinste Boot 88.000 Euro. Im Szenebezirk Kreuzberg geht es deutlich appetitlicher zu. 13.54 Uhr. Tarek Tarak ist der ungekrönte Dönerkönig der Hauptstadt. An seiner Bude stehen die Menschen zu jeder Tageszeit bis zu einer Stunde an für den Genuss eines Döners. Nur mit Fleisch, ohne Soße, ohne Salat. Manche sagen, es ist wie ein Sechser im Lotto, so ungefähr. Ja, ich fühle mich schon sehr gut. Aber es ist auch eine Verantwortung dann. Natürlich, automatisch. Zwiebeln auch? Nur 70 Meter weiter gibt es die zweite Fastfood-Erfolgsgeschichte des Mehringdamms. Denn auch Curry 36 ist Kult und das seit mehr als 30 Jahren. Chef Lutz schaut öfter mal nach dem Rechten zwischen Fritteuse und Grill. Currywurst kann ich selbst natürlich auch noch sehen. Ich esse fast täglich Currywurst, was meiner Figur zwar nicht so sehr gut tut, aber das ist mir jetzt mal egal. Lass ich andere Sachen weg. Ich hätte gerne Currywurst. Mit Pommes? Mit oder mit? Zwei Berliner Fastfood-Institutionen, die über die Grenzen der Hauptstadt hinaus Kultstatus besitzen. Deshalb haben die Jungs alle Hände voll zu tun. Ist kein negativer Stress, sondern schon eher positiv. Also ist wirklich so. Nur mit Fleisch, ohne Soße, ohne Salat. Alle Soße. Aber schön gesagt. Touristen aus aller Welt machen einen Abstecher zu Mustafas Imbissbude. Berlins bekanntester Döner steht längst als Geheimtipp in jedem Reiseführer. Yeah, I think it'll be worth waiting one hour in a queue for this. It's really nice. Und an den Wochenenden steht man auch schon mal zwei Stunden an. Rund 900 Döner verkauft Mustafa pro Tag. Bei Curry 36 sind es rund 1400 Würste. Konkurrenzkampf? Fehlanzeige. Also jeder für sich ist eine Marke, aber zusammen ist das auch nochmal am Mehringdamm so, denke ich, wichtig einfach für die Menschen auch. Das hat sich so zu so einer Fressmeile entwickelt, dass die Leute wirklich aus ganz Berlin herkommen und da profitieren wir beide von. Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Hauptsache, es schmeckt den Leuten. 17 Uhr, Berlin Mitte, Classic Tattoo. RTL2-Star Daniel Krause ist Berlins bekanntester Tätowierer und dick im schmerzhaften Geschäft. Hi. Wie kann ich euch helfen? Ja, ich bin hier, weil ich ein Tattoo stechen lassen möchte. Und zwar habe ich da jetzt schon mir was ausgesucht. Das soll ungefähr in dieser Schrift sein. Das heißt, bleib stark, das ist rumänisch. Daniel tätowiert am Tag bis zu 12 Kunden. Ich mag das, was sie jetzt vorhat. Schriften sind im Allgemeinen im Augenblick sehr gefragt. Und wenn man dann hört in so einem kurzen Dialog mit dem Kunden, dass da auch eine Bedeutung drin steckt, dann finde ich das ganz toll, weil dann ist es nicht sinnlos irgendwas draufgeklatscht, sondern schon irgendwas, wo jemand nachgedacht hat. Kommt mal her, stellt eure Taschen nur hin. Du sitzt hier bei mir auf dem Stuhl. Du kannst dich da hinsetzen. Alexandra ahnt, dass es gleich sehr schmerzhaft wird. Ich bin sehr aufgeregt, aber ich bin froh, dass ich meine Freundin dabei habe und dass ich weiß, dass ich einen guten Tätowierer gerade im Rücken habe und das beruhigt mich etwas. Dann sticht der Kulttätowierer aus der RTL2-Sendung Berlin Tag und Nacht zu. Wie lange hast du jetzt überlegt, dir genau dieses Tattoo zu machen? Ein paar Monate. Oh, das tut jetzt aber gerade ordentlich weh. Dringt schon tief in die Haut ein und man merkt die Nadelstiche. Ich merke, wie das bis in den Bauch vibriert. Also diese Nadeln sind echt toll. Das Tattoo kostet 120 Euro. Das Erinnerungsfoto gibt's gratis. So, wir haben's. Guck mal. Nach 20 Minuten Tortur schmückt ein Schriftzug die Schulter. Sehr schön. Wünsche ich dir viel Spaß damit. Komm mal her. Danke schön. Alexandra ist glücklich mit ihrem Berliner Souvenir. 18.30 Uhr, der Leopoldplatz in Berlin-Wedding. Hier wohnt Cliff. Der 61-Jährige verdient sich seinen Lebensunterhalt als Flaschensammler. Wie Cliff in die Armut gerutscht ist, will er nicht verraten. Geld vom Staat bekommt er jedenfalls nicht. Und auch der Verdienst seiner Frau reicht nicht für beide.
Ich kriege ja zurzeit keine Leistung, das ist das Erste. Und aus Not, ja, irgendwie muss ich ja letztendlich über die Runden kommen, das ist das Erste. Und zweitens steht mir eine Zahn-OP bevor. Und meine neueste Idee ist, was ich jetzt im Internet hier stehe, ja, und versuche da eben Kunden zu finden und so weiter, die mir ihre Flaschen anbieten oder so. Ja. Flaschensammeln 2.0. Auf pfandgeben.de hat Cliff eine Anzeige geschaltet. Wer Pfandflaschen übrig hat, kann ihn jederzeit anrufen. Ein Smartphone ist Cliffs einziger Luxus. Ein Geschenk einer Freundin. Eigentlich müsste ich wenigstens, damit es sich lohnt, wenigstens so 5, 6 Euro. Dann im Schnitt so eine Stunde 1 Euro müsste ich sammeln. Ja. Das Problem, manchmal findet man wirklich, wenn man den Pech hat, einen anderen Sammler, den man vielleicht nicht kennt oder nicht sieht. Ja. Weil man den hinterherläuft. Ja. Ich meine, die meisten kennt man zwar schon, aber gibt es auch genug, die man eben nicht kennt. Ja. Weil jeden Tag wieder neue dazukommen. Sag mal, ist das deine Pulle? Kann ich haben, ja? 6 Tage die Woche ist Cliff unterwegs und verdient im besten Fall 6 Euro am Tag. Da nix. Immer an einer. Im Monat verdient der 61-Jährige so bestenfalls knapp 150 Euro. Drin ist leider nix, oder? Nee, aber da unten. Aha. 15 Cent. Gut. Nach 3 Stunden sind erst 7 Flaschen in Cliffs Tüte. Also nur rund 1 Euro. Bislang kein guter Tag für ihn. Mist, nix. Oh, mein Telefon. Gleich, komme gleich. Oh! Die muss ich aber trotzdem noch. Ich hoffe, der Kunde bleibt so lange dran. Hallo? Endlich ein Anrufer, der sich auf die Anzeige im Internet meldet. Ja, hätte ich Interesse dran. Ach, gut, ich habe einen Wagen mit, das reicht auf alle Fälle. Gut, bis gleich dann, ja? Gut, ciao. Cliff macht sich sofort auf den Weg zu seinem neuen Kunden. 21.15 Uhr, Berlin ist auch Modemetropole. Marlene van Steenwaag ist eine der gefragtesten Burlesque-Performerinnen Berlins. Heute hat die Künstlerin auf einer Dessous-Modenschau ihren großen Auftritt. Es ist eine Premiere von der Show und ich hatte keinen Durchlauf, weil irgendwas mit der Musik nicht stimmte. Und das heißt, es wird heute so ein bisschen improvisiert werden. Die Wahlberlinerin ist seit 6 Jahren Burlesque-Künstlerin. Also hier, jetzt fehlt noch der große Bauhaus. Was ja? Der große. Der große Bauhaus, nicht? Was ist da drin? Nee. Okay, dann schon. Nur noch das Einzige? Ja. Die Modenschau ist bereits im Gange, doch Marlenes Verwandlung noch nicht abgeschlossen. Zum Glück hat sich der BH wieder gefunden. So ein schöner Hauch von nichts. Das gefällt mir. Es ist ganz schön frech hier hinten, ne? Das ist unmöglich. Der Auftritt der Burlesque-Künstlerin ist das Highlight der Dessous-Modenschau. Raffinierte Schnitte und erotische Details lassen ahnen, dass das i-Tüpfelchen noch kommt. Okay, auf geht's. Burlesque ist eine Gattung des US-amerikanischen Theaters des frühen 20. Jahrhunderts. Sie will eher unterhalten als erregen. Das ist auch der entscheidende Unterschied zum heutigen Striptease. Ist Marlene mit ihrem Auftritt zufrieden? Es hat super viel Spaß gemacht. Es war auch ein richtig nettes Publikum. Ich denke, denen hat es auch eingefallen. Die Mädels waren super, die Show gelaufen sind. Und ja, ich glaube, alle haben sich gefreut und können jetzt ihren Champagner trinken und weiterfeiern. Der Späti 36 im Szenebezirk Kreuzberg. Hier sorgen Javus und Yilmaz dafür, dass niemand auf dem Trockenen sitzt. Fast rund um die Uhr gibt es hier alles, was das Herz begehrt. 1 Uhr, Dienstbeginn für die Spätschicht. Hey, alles klar? Alles klar bei dir? Ja. Wie läuft's? Alles gut. Fangen wir erst mit den Kühlschränken an?
Ich helfe dir dann gleich, wenn leer ist. Alles klar. Die Kombi von Kiosk und Trinkhalle nennen die Berliner liebevoll Späti. Klarer Verkaufsschlager. Alkohol. Also es ist unterschiedlich. Spät ist es halt Alkohol und früh ist es halt alkoholfrei. Aber Alkohol auf jeden Fall, also Bier. Ohne die sogenannten Spätis käme das Berliner Nachtleben zum Erliegen. Deshalb hat der Späti 36 sogar 24 Stunden geöffnet. Zusammen? 2,40 bitte. 1,30 bitte. Dankeschön. Danke. Ciao. Also wenn dicke Party stattfinden, dann treffen sie sich erst hier, saufen vor und dann gehen die in den Club. Und danach kommen die wieder. Das ist jedes Wochenende ich dasselbe. In Berlin gibt es etwa 1000 Spätis. Inzwischen sparen sich viele Kunden auch einen Location-Wechsel. Späti ist billiger, es ist netter und einfach gut für mich da. Doch auch beim Partyvolk kauft das Auge mit und deshalb schwingt Javus regelmäßig den Staubwedel. Hättest du Bock, irgendwie eine Flasche mit voll Staub anzufassen? Dass dann deine Hände irgendwie voll mit Staub sind, weißt du? Deswegen ist halt besser, wenn man die Flaschen auch ein bisschen gesäubert hat und dass die halt klar sind, also nicht staubig und alles. In der Regel gibt es in einem Späti rund 15 unterschiedliche Biersorten. In den meisten Läden können die Kunden anschreiben lassen. Die fühlen sich halt auch hier irgendwie wohl, weil es jetzt nicht so. Ich meine, in der Bar zahlst du für einen Drink 5, 6, 10 Euro. Und hier hast du ein Bier für 1,40 und hast coole Mucke und sitzt gemütlich mit deinen Freunden rum. Für Javus und Yilmaz ist der Abend noch lange nicht zu Ende. Es ist kurz vor sechs. Die Mehrheit der 3,5 Millionen Berliner erwacht. 260.000 Berufspendler setzen sich in Bewegung. Ein neuer Tag bricht an. In unserer Hauptstadt. Musik